Unser Reporter Johannes Zenglein ist in dem Bundesland mit den meisten Wählern und er verschenkt Wurst für Fachwissen rund um den Wahlkampf. Ich bin nicht irgendwo in Nordrhein-Westfalen, ich bin in Bochum und ich arbeite heute in der wohl berühmtesten Currywurstbude Deutschlands, dem Bratwursthaus. Das ist ja sozusagen die Wiege der Currywurst im Pott. Hier stelle ich Fragen zur Bundestagswahl und wer die richtig beantwortet, der hat die Chance, sein Mittagessen heute umsonst zu bekommen. Und lohnt sich auch. Fix die Arbeitskleidung angelegt, jetzt geht's um die Wurst. Unser erstes Themengebiet, die Kandidaten. Können Sie mir die Spitzenkandidaten der Grünen nennen? Wie heißen die? Özdemir. Anfragen. Und? Wen haben wir denn eine noch? Frau noch. Eine Frau. Rot. Trittin. Jawohl. Und die, ich komme hier auf den Namen jetzt. Jürgen Trittin und die Katrin Göring-Eckardt. Und für die beiden Namen gibt es die erste Portion Currywurst. Nächste Frage. In welchem Bundesland war Peer Steinbrück mal Ministerpräsident? Niedersachsen. Nein! Können Sie mir sagen, in welchem Bundesland Peer Steinbrück mal Ministerpräsident war? Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen? Ach du Scheiße, boah, bin ich schlecht. Mensch, der Erste aus Nordrhein-Westfalen, der es weiß. Wissen Sie schon, wo Sie Ihr Kreuzchen machen? Ja, so ungefähr, ja. Darf ich die Tendenz erfragen? Was über die, Flüstern Sie es mir ins Ohr. SPD, okay. Ja. Wir wünschen guten Appetit. Jetzt geht's um politische Inhalte. Welche Partei will denn das Wahlalter auf 16 senken? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist die FDP. Piraten. Das sind die Grünen. Die Grünen. Die Grünen wollen das Wahlalter auf 16 senken. Finden Sie das gut? Das ist auch wichtig für die Zukunft unseres Staates. Ich weiß halt nicht, ob ich mit 16 schon so weit gewesen wäre. Doch, die jungen Leute sind doch schon informiert. Welche Parteifarbe hat denn die SPD? Ist das grün, ist das gelb oder ist das rot? Rot. Na, super, was möchtest du dafür haben? Cola. Kriegst du. Der Nachwuchs in Deutschland ist fit für die Bundestagswahl 2013. Prost! Sweet, sweet sugar cola. Welche Partei setzt sich denn für den Mindestlohn ein? Wer war's? Die SPD und die Linke auf jeden Fall. Und die Linke, wie unterscheiden die sich von ihren Forderungen? Die Linke will 10 Euro, die SPD will 8,50 Euro. Also ähnliche Forderungen. Wir haben ja eine Streberin gefunden. Applaus, Applaus! Aber mehr Lohn bedeutet natürlich auch, dass die Kosten steigen von den Kunden dann. Könnte sein. Ja, aber ich sag mal, jetzt, ob ich jetzt 10 oder nachher vielleicht 13 Euro für einen Friseur zahle und die Frau ist glücklich und muss nicht dann irgendwo Sozialkassen noch plündern, die wir ja auch wieder bezahlen hintenrum, ist das in meinen Augen korrekt. Ne? Ich würde sagen, Sie haben sich die Currywurst redlich verdient. Kommt sofort. Das ist Politik, die schmeckt. Zum Schluss wollen wir wissen, ob die Fleischliebhaber die Wahlkampfslogans kennen. Welche Partei wirbt mit dem Slogan, dass wir entscheidet? CDU? Nein. Ne? Das habe ich noch nicht gehört, diesen Slogan, aber es klingt sehr nach der Linken. Dass wir entscheidet, SPD. Genau, das ist richtig. Eine Frage gibt's noch. Welche Partei wirbt mit dem Slogan, Wachstum braucht Weitblick und einen stabilen Euro? Wachstum braucht Weitblick. Und einen stabilen Euro. Sie dürfen Ihren Mann zu Hilfe nehmen. Okay, ich frag mal. Diese Kandidatin zeigt richtig Einsatz. Von welcher Partei kommt es? Ah, den Namen, dem, weiß ich nicht mehr, hab ich vergessen. Wilde Mädchen hinter mir her, wilde Mädchen vor mich an. CDU? Wunderbar. Richtig. Dann kriegen Sie von mir noch was ganz Tolles, nämlich zwei Edelstahl-Pika zum Currywurst-Essen. Oh, super! Also, obwohl die Politiker uns von tausenden Wahlplakaten anlachen, muss ich schon sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Wähler uns schwer tun, die Parteien eindeutig Inhalten zuzuordnen. Und ich denke, da muss die Politik die letzten Wochen noch ein bisschen Gas geben, damit der Wähler auch weiß, wo er dann Ende September sein Kreuzchen machen muss.